Willkommen zusammen. Heute geht's in die Richtung zum Edersee. Diesmal bei noch gutem Wetter, erstaunlich gutem Wetter, verdammt warmem Wetter. Strecke kenne ich schon ein bisschen, ist jetzt nicht eine der schönsten, aber ist eine, die ich hier in der Region kenne. Und da werde ich mich mit einem Freund treffen. Bisschen Sonne genießen, sofern möglich. Auf dem Weg dahin ein paar Kurven mitnehmen, Musik auf den Ohren haben und einfach das Wochenende genießen. Wie der ein oder andere weiß, geht es mir momentan nicht so gut. Dementsprechend werde ich diesen Tag so gut genießen wie möglich und versuchen einfach mal rauszukommen und den Kopf frei zu kriegen. Bei den Kurven hier bin ich lieber vorsichtig, weil ihr seht, der Straßenbelag ist echt nicht gleichmäßig. Das kann in den Kurven mit den Slicks, die ich drauf habe, ordentlich ins Auge gehen. Außerdem kenne ich die Strecke jetzt noch nicht so gut und wenn ich es nicht einsehen kann, dann fahre ich da lieber vorsichtig. Ich will ja auch noch ganz an und wieder zurückkommen. Ah, schön hier. Gibt ja sogar pinke Heuballen. Was will man mehr? Naja, mir fallen ein paar Sachen ein. Yeah, your sex is on fire. Warm. Yeah, your sex is on fire. Die Dame, die gemeint ist, weiß, glaube ich, dass er gemeint ist. Wobei das Lied singen auch nicht gerade hilft. Was hat denn der so geguckt? Ach, das tut gut. Das Wetter, die Musik, die Gegend. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Schimmelreiter mit seinem Kind. Er hat es gerne, hält es warm, er hält es fest in seinen Arm. Irgendwie so. Junge, Junge, ist das lange her. Also ich meine, als ich jung war, das war ja gestern, um zu zitieren. Hat so ein bisschen was von Windows-Hintergrund, aber das ist ja jetzt nicht prinzipiell schlecht. Wenn da lebende Tiere drin sind, dann fahre ich mal lieber etwas leiser. Die müssen ja nicht geschockt werden. Okay, auch wenn es eine Viehhandlung ist, wer weiß, vielleicht sind die nicht mehr lange lebend, aber man muss es denen ja nicht besonders schwer machen. Ja, ich glaube, ihr habt noch keine Fliege im Bild. So, wenn das Bild wackelt, tut mir leid, das sind die, das ist nicht mein Kopf oder die Straße, das sind die Windverwirbelungen vom Laster. Boah, ich glaube, ich habe einen Schmetterling gekillt, aber der ist gegen mich geflogen. Das tut mir leid. Aha, ist nett hier. Ah, ich mag solche Alleen, auch wenn es ein Ticken gefährlicher, als wenn da keine Bäume wären. Einerseits kann man dran knallen, andererseits kann man schlechter einsehen. Aber es ist irgendwie schön, es ist so behütet. So, wenn es hier eine Möglichkeit zum Halten gibt. Ja, gibt es. La, 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 la. Oh, das waren 593,4 Liter Kaffee. Ah, ich liebe die Kleine. Oha. Oi, 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 oi. So, jetzt sollte die Linse wieder sauber sein. Tut mir leid, zu spät gemerkt. Ah, schön. Das war eine gute Idee, hier lang zu fahren. Freischießen. Eventuell fahre ich hier schnell wieder weg. Der unverkennbare Geruch nach Agrarökonomie liegt in der Luft. Nicht besonders bikerfreundlich, wenn du hier abrutschst, dann knallst du gegen die Pfosten oder wickelst dich drum oder machst andere Verrenkungen, die nicht wirklich dauerhaft gesund sind. Ich bin kein Tonzer. Ich bin ein Bike. Hier ist schon wieder so Straßenbaumarke Raufaser. Hoch. Oh, hier ist ja Wasser.
Oh, hier ist ja Wasser. Tillan am See. Ach, das ist schon See. Okay. Whatever you mean. So. Steine auf der Straße. Aber dank dir sehe ich überhaupt nicht, wie die Straße weitergeht. Und nicht, ob ich überholen kann oder nicht. Und ich weiß, wie hier andere Biker fahren. Ich habe keine Lust, frontal von einer fetten Ducati oder einer Ninja oder sonst was getroffen zu werden. Das, was man da so durchsieht, das ist der Edersee. Man kann da auch Bötchen fahren, ganz offensichtlich, falls ihr es sehen könnt. Ah, hier habe ich mal mit Mike Bilder gemacht. Ah. Der Edersee, der schlängelt sich so ein bisschen. Und dadurch hat er hier immer so eine größere Stelle. Hier seht ihr es. Mal gucken, was die wollen.